Meine Lieben, Mom Life Lily hier. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut und bin sehr, sehr dankbar, dass ihr in meine kleine Ecke im Internet gekommen seid. Storytime! Ich war damals die faulste Person in der Freundeskreis. Es ist unfassbar krank, wie es sich alles geändert hat. Und seitdem ich eine Familie habe, oh mein Gott, alle sind meistens überrascht, wie ich auf einmal gewachsen bin. Ich weiß es nicht, ob ihr auch mitreden könnt. Ich habe damals, während ich zum Beispiel in meiner Ausbildung war, ich habe so gut wie gar nichts gemacht. Ich war öfters raus. Ich habe gar keinen Haushalt gemacht, nur wenn es notwendig war. Naja, ich bin eine zweifache Mama jetzt und bin meistens zu Hause, da ich noch im Elternzeit bin. Ich nehme euch mit, während ich meinen Kühlschrank putze und ich erzähle euch ein bisschen was von mir, über mich. Meine größte Wunsch ist eigentlich, eine riesen Side-to-Side-Kühlschrank zu haben. Mein Mann hingegen denkt, dass das Geld Verschwendung sei. Kann ich ja ihm ein bisschen verstehen, da wir nicht so viel einkaufen, was für ein Kühlschrank gemeint ist. Wir kaufen nicht so viele Joghurts und wir sind eine kleine Familie von 4. Die Kinder sind noch zu klein. Wir müssen nicht so viele Sachen für uns kaufen. Okay, muss zugestehen, dass es durch viel sozialen Medien Einfluss ist, dass ich auch den Kühlschrank möchte. Es schaut immer so schön aus, wenn die Clean and Restock My Fridge with Me Content drehen. Naja, ich werde auf ihn hören und mit unserer Kleine hier das Beste rausmachen. Komm, putz mit mir. Wie oft putzt ihr eure Kühlschränke? Ich muss ehrlich sagen, ich ungefähr 2-mal im Monat, wenn ich mich erinnere. Ansonsten höchstens 1-mal im Monat. Ja, ich muss das ändern und ein bisschen mein Game appen. Aber bin jetzt dankbar, dass ich das jetzt mache. Vor allem da hinten in dieser Ecke. Oh mein Gott, pfui Teifi. Es ist sehr, sehr, meistens sehr, sehr dreckig. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Storytime. Ich bin eine gebürtige Kenianerin. Ich habe ein paar Jahre auf dem Dorf gelebt. Ich meine im Dorf, Dorf. Kein fließendes Wasser. Man musste Wasser aus einem Brunnen holen gehen. Wir hatten keinen Strom. Wir haben Petroleumlampen benutzt. Ich habe die letztens beim Aldi gesehen und ich habe nur lachen müssen. Oh, es hat mich sehr zurückgebracht. Und weh, der Glas beim Putzen kaputt ging. Hey, Ärger. Oder wenn man eingeschlafen ist und vergessen hat, die auszuschalten und der Petroleum ausgegangen ist in der Früh, jo, doppelt Ärger. Nichtsdestotrotz ist das Leben weitergegangen. Jeden Tag war ein Abenteuer. Ach, hab ich erwähnt, dass wir auch Kühe weideten? Ja, meine kleine Geschwister und ich bin die erste Geborene von meiner Mama. Mein Papa hatte 2 Frauen, die ist aber früh gestorben, meine Mama auch, und wir haben mit meinen Stiefmutter gelebt. Und wir müssten ja alles machen wie alle anderen Kinder. Und Kühe weiden war einer von unserer Aufgaben. Mann, ich habe sonntags gehasst. Weil erstens, es war immer sehr heiß. Wir haben in einem Teil in Kenia gelebt, wo es immer sehr trocken und heiß war. Oh mein Gott, ich habe das nicht genossen. Ich habe das nicht gern gehabt. Ich war immer so froh, wenn wir in die Hauptstadt gegangen sind oder auch in die Küste gegangen sind, in Mombasa. Da war es immer so schön. Wir hatten ein Meer. Aber ansonsten, wo wir gelebt haben, im Osten Kenias, es ist so heiß und trocken. Wir müssten so weit hin und zurück zur Kirche gehen, dann auch zu Hause angekommen, schnell was essen und entweder die Kühe was zum Essen oder Wasser bringen, weil der Gärtner an dem Tag frei hatte. Essen oder Trinken holen war egal, weil beides Schwerarbeit war. Man könnte nicht das Bessere aussuchen. Das sind nur einen kleinen Teil für meine Kindheit. So als ich nach Deutschland kam, ich war immer zurückhaltend, da ich fast nichts mit zu mitreden hatte. Naja, Gott sei Dank, das ist alles hinter mir. Ich habe
fließendes Wasser in meiner Küche. Ich habe Strom. Ich muss keine Kühe mehr sehen oder irgendwas, keine Ahnung, wie die Kühe machen, weiden, was zum Essen bringen, holen, Kühe melken. Oh mein Gott. Na, Wahnsinn. Naja, aber das hat uns stärker gemacht. Wir können überall leben, überleben. Und ich werde dann weiter arbeiten und ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Nicht vergessen, ein Like zu geben, wenn ihr bis hier angeschaut habt. Das heißt, vielleicht ihr mögt den Video, und ein Abonnieren kostet nichts. Das wäre sehr, sehr nett von euch, und ich würde gerne mehr von euch wissen. Falls ihr über euch erzählen möchtet, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten viel Spaß weiter zu schauen und bis zum Ende. Wie ihr seht, wir kaufen nicht so viel ein, weil ich glaube, ich möchte nicht sehr viele Sachen kaufen und die gehen dann kaputt. So, wir kaufen was Kleines, und wenn was ausgeht, kann ich immer jederzeit wieder zurück zum Aldi oder so. Ich muss zugestehen, es schaut richtig schön aus, wenn alles sauber und ordentlich ist. Ich glaube, ich muss das jede Woche machen. Es ist so schön, das anzuschauen. Die Blumen waren hier über eine Woche. Wasser von dem Blumenwasser schmeiße ich immer aufs Klo. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und ich habe hier etwas Wäsche gewaschen und ich muss die erst wegmachen, damit ich den Kopf frei haben kann, um die dann reinzugeben und draußen auf dem Balkon zu hängen. Es ist unglaublich, wie oft ich hier Ordnung schaffe. Jeden Tag nimmt jemand, ich weiß nicht genau wer, die Wäsche einfach so raus, als ob die nicht richtig eingeordnet sind, und macht alles kaputt. Ich weiß nicht warum. Naja, ich mag es einfach. Ich habe Zeit. Es ist Freitag, ich muss meinem Sohn sehr früh heute aus dem Kita abholen, weil heute ja kein Mittagessen ist und es wird immer um 2 Uhr zugemacht. So um 1:30 mache ich mich meistens auf den Weg, und da mussten wir in die Werkstatt, weil irgendwas mit dem Auto war. Habe ein paar Sachen eingepackt, Chips und so, dass wir naschen könnten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte nicht vergessen, ein Like, einen Daumen hoch, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr hier seid. Danke!